Willkommen zurück bei Team Shinsky, Leute. Hey, Shinsky wieder hier und wir beschäftigen uns heute mit der B-Deckung auf die E-Train. Die Train Days gehen nämlich weiter. Die B-Deckung müsst ihr häufig allein bewerkstelligen, was das Ganze zu einer ziemlich schwierigen Aufgabe macht. Aber natürlich haben wir in diesem Video auch noch ein paar Moves drin, die ihr zusammen mit einem Teammate spielen könnt. Alleine deckt ihr an der Rampe durch die Jiggle Peaks in Richtung Braunholz. Dabei könnt ihr euren Molotow bereits in der Hand halten. Kommt der Gegner, blockt ihr mit dem Molotow die kleine Rampe und zieht euch unter die große Rampe zurück. Je näher ihr an der großen Rampe steht, desto weiter müssen Spieler an der großen Rampe rausziehen, um euch zu killen. Ihr könnt also direkt mit dem Rücken zur Wand stehen und Richtung kleine Rampe zielen oder einen Off-Angle spielen, der nur abzielt, ob Spieler zum Spot laufen. Grundsätzlich heißt es nun Delayen, also Zeit rausholen. Wenn der Gegner nicht kommen sollte, könnt ihr mit einer Smoke an der kleinen Rampe oder an der großen Rampe nochmal einen Positionswechsel spielen und sollte der Gegner nach eurem Positionswechsel an die große Rampe, an diesen Off-Angle aus der kleinen Rampe rauslaufen, dann könnt ihr natürlich versuchen, so viele Frags wie möglich zu machen, denn das sollte dann euer Hauptziel sein. Super passiv deckt ihr auf dem roten Zug. Ihr könnt kleine und große Rampe sehen, lasst den Gegner aber gut aus beiden Positionen rauslaufen. Bei Kontakt haltet ihr direkt die Backside und versucht Distanzduelle gegen Spieler auf dem Spot zu gewinnen. Hier lohnt es sich viel Fokus auf die große Rampe zu legen, denn die meisten Tees verraten ihren Go mit Granaten an der kleinen Rampe. Ihr könnt auch allein an der großen Rampe spielen, hier kommt es allerdings auf euer Timing an. Zuallererst müsst ihr aufpassen, dass man sehr gut gegen die große Rampe arbeiten kann. Spielt also für den Beginn nah an der Leiter. Habt ihr das Gefühl, dass niemand zur großen Rampe kommt, könnt ihr den kleinen Gang als Deckung zur kleinen Rampe nehmen. Gewinnt ihr ein Duell oder müsst euch zurückziehen, solltet ihr von der großen Rampe droppen und von dort die kleine Rampe abzielen. Der Flash-Push an der großen Rampe ist einer der Moves, den ihr zu zweit spielen könnt. Spieler 1 läuft auf den grauen Zug und wirft diese Flash. Er sollte danach sofort auf die kleine Rampe achten, falls der Gegner einen B-Rush spielt. Spieler 2 läuft über die große Rampe zu dem Braunholz. Mit der Flash von Spieler 1 checkt er, was in der großen Rampe abgeht. Sollte kein Spieler dort sein, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder in die Ecke hinter der Double Box gehen und mit dem Blick zur kleinen Rampe werfen. So seht ihr, wenn die kleine Rampe angespielt wird und habt volle Kontrolle über B. Ansonsten gilt natürlich das, was wir in der Solo-Deckung zur großen Rampe gesagt haben, dann könnt ihr nämlich den kleinen Gang ausspielen. Ihr könnt auch an der kleinen Rampe extrem aggressiv spielen, dafür muss euch aber einer der A-Spieler supporten. Der A-Spieler wirft aus dem Connector diese Smoke an die Treppe zu den Whiteholes und kümmert sich danach normal um seine Aufgaben an A. Der B-Spieler kann nun die kleine Rampe hochgehen und um die Smoke an der Treppe spielen. Das ist ein Move, der allerdings sehr gefährlich ist. Spielt ihn am besten nur, wenn ihr euch ziemlich sicher seid, dass der Gegner in dieser Runde keinen B-Rush spielen wird. Ansonsten würde ich den Move eher sein lassen. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr spezieller Move. Was habt ihr bisher für Erfahrungen an B gesammelt? Seid ihr eher Spieler, die gerne alleine den B-Spot decken oder sagt ihr, das kann ruhig jemand anders machen? Auf A fühle ich mich wohler. Dafür haben wir natürlich auch ein Video für euch parat, das ihr oben in der Beschreibung findet, in der Infocard findet. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Einschalten. Ihr vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen. Und ich kann nur sagen, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Hetschinski.